Huhu, hier kommt der vierte und letzte Teil vom September. Garten und Laden diesmal. Viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Wir haben hier frisch gesiebte Komposterde in den Händen. Die ist wunderbar. Wir machen unsere eigene Jungpflanzenerde. Und die Miriam und die Flora, die haben hier ganz fleißig heute Morgen gesiebt und haben lauter Multitopf-Paletten gefüllt. Und wenn ihr dann im Winter zum Einkaufen kommt, da wird jetzt gleich noch Winterpostelein reingesät. Und dann machen das auch die beiden. Und dann könnt ihr den im Winter bei uns kriegen. Ja, da sollte überall nur eins drin sein. Genau, das ist ja der Punkt. Das heißt, bis hierher bin ich jetzt. Machen wir da mal noch eins rein. So, bis dahin bin ich. Weil wenn da mehrere drin sind, dann werden die Pflanzen zu klein am Ende. Das funktioniert nicht. Das heißt, die brauchen das Töpfchen für sich möglichst alleine. Genau. Und normal müsste es für die 15 Paletten reichen. Weil, also ich hatte mal einen Praktikanten, der hat Spinat gesät. Der ist ein bisschen größer und der hat das dann so gemacht. Und dann war da gar nichts drin und hier waren 7 Stück drin. Und das bringt mir nichts. Drum Zeit lassen, genau arbeiten. Aber wenn mal 2 oder so drin sind, dann ist das auch nicht so schlimm. Also ich nehme meistens so ein bisschen und reibe so ein bisschen meine Finger. Hups, das waren jetzt zum Beispiel zu viele. Genau. Braucht er eine Lupe vielleicht? Ja. Eine Pinzette, ja. Ah, eine Pinzette. Ja, wollt ihr mit Pinzette arbeiten? Könnt ihr natürlich machen. Schön. Der Großhändler war heute prima früh da. Während im Laden noch weiter eingeräumt wird, hole ich noch ein paar Trauben. Im Moment ist der Laden geschlossen und nachher, wenn wir aufhaben, dann wollen wir ja die frischen Trauben im Regal dazu packen. Oh, tolle Ware heute hier. Frisch kommt von Marienkind am Kaiserstuhl und der Andreas liefert die. Tanja und Ulrike und Patti nehmen den Empfang. Ja. Fadi, Brigitte. Toll. Super Mitarbeiterin im Team habe ich hier. Kurz vor der Laden aufmacht, sieht es dann so aus. Da sind die Regale proppevoll. Das ist die Heidi, die hat nächstes Jahr 20-Jähriges hier. Sind wir ganz stolz. Hat einen Palmkohl in der Hand. Und jetzt dürfen die Kunden kommen. Zu den Trauben wollte ich euch noch einiges erzählen. Die wachsen bei uns an der Garagenwand, an der Südseite von den Nachbarn. Und da wachsen dieses Jahr so richtig viele Trauben und die sind unheimlich gesund. Die haben wieder ganz viele Anthocyane, diese dunklen Farbstoffe, die so gut sind. Und auch Kerne mit Trauben sind total wichtig, weil im Traubenkerneöl auch ganz besondere Inhaltsstoffe sind. Nur manchmal, ja manchmal muss ich hier noch ein paar Blätter wegmachen, bevor ich ernte, damit es da schön, schön sonnig wird bei den Trauben und euch die Trauben auch schmecken und so schön süß werden. Guten Appetit! So, jetzt machen wir oft von den tollen Weintrauben ein paar Blätter weg, damit die Trauben schön Sonne kriegen. Und wer freut sich über das Weinlaub? Ihr seht schon, die Schafe. Yeah.